Morgen, mein Lieber. Und es ist Sonntag und ich habe jetzt gerade geduscht und werde mir jetzt noch mein Gesicht schnell mit dem Luni Spa reinigen. Ich wollte ihn eigentlich zuerst in die Dusche mitnehmen, habe es aber jetzt doch nicht gemacht, weil ich schnell duschen wollte. Sophie. Ich dachte schon, die Luise ist wach. Auf jeden Fall. Ja, ich werde mir jetzt mein Gesicht mit dem Lumi Spa reinigen. Und, also. Mein Hyaluron-Spray. Ich mache das ja so, dass ich den meistens auch unter die Dusche mitnehme. Aber ich habe den Cleanser nicht mitgehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wurscht. Mache ich es dann danach. Ja, und heute, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, werde ich nochmal meine Augenbrauen nachfärben. Ich habe die nämlich letzte Woche mit dem Tattoo Brow von Maybelline gefärbt und das hat eine echt gute Woche gehalten. Ich meine, es ist immer noch sehr gut, finde ich, aber es wird schon ein bisschen rötlich. Ich zeige euch das mit dem hier da. Ja, aber zuerst mal mit meinem Lumi Spa die Reinigung. Übrigens, falls ihr auch so ein Gerät haben wollt, ich werde euch wieder unten in der Infobox Links reingeben, wo ihr direkt den Lumi Spa kaufen könnt. Einmal für normale bis Mischhaut, so wie ich sie habe. Also eher Haut, die ein bisschen unter Pickelchen leidet, ein bisschen Poren, größere hat. Dann gibt es einmal für unreine Haut, also für Leute, die wirklich extreme Unreinheiten haben. Oder ihr habt zum Beispiel trockene Haut, dann werde ich für euch auch einen extra Link hingeben. Beziehungsweise ihr müsst auch drauf schauen, es unterscheidet sich nochmal zwischen Deutschland und Österreich. Also schaut einfach unten in die Infobox, falls ihr auch so einen Lumi Spa haben wollt. Ich liebe ihn tatsächlich. Zweimal am Tag nutze ich den. Seitdem ich den habe, habe ich einfach keine Unreinheiten mehr. Weil früher habe ich sicher auch mal hier und da mal einen Pickel gehabt und seitdem ich den habe, habe ich es nicht mehr. Meine Poren sind viel kleiner, ich schaue, finde ich, viel frischer im Gesicht aus und ja, deswegen kann ich euch den noch empfehlen. Wie gesagt, look in the Infobox. Und jetzt geht es mal los mit bei mir hier. Achso, was mache ich denn? Ich muss jetzt erst alles verschmieren. Außerdem habe ich ja viel zu wenig Clean drauf getan. Was ist los? So. Sollte jetzt reichen, genau. Also zuerst mal überall verschmieren, damit auch überall der Cleanser rankommt. Und danach, wenn ihr fertig seid, dann los geht's. Die Haare habe ich jetzt geföhnt und jetzt geht es an meine Augenbrauen. Ich habe mir jetzt das Tattoo Brow schon rausgeholt und werde es mir mal auftragen. Danach lasse ich es immer mindestens, also maximal, so ungefähr 2 Stunden, lasse ich es einwirken. Dann hält es wirklich eine Woche und ich liebe es einfach. Deswegen trage ich mir das jetzt schnell auf für euch. Zeige ich euch gleich, wie es ausschaut. Und schon bin ich fertig. Also, naja, nicht ganz, ne? Ich finde, die ist ein bisschen dicker geworden als die andere, aber naja. Man sagt, die Augenbrauen sind Schwestern, ne? Und keine Zwillinge. Ja, auf jeden Fall ist die kleine Luisa schon wach geworden. Und die will die Mama kurz für sich haben, deswegen melde ich mich dann später. Ciao, du, meine kleine Baby. Was für eine Schauspielerin. Nun schlaf auch du. Ich bin eine Schauspielerin.
Ah. Oh, du hast dich aufgeweckt. Wenn das so einfach gehen würde, oder? Das Einschlafen von Babys. Nur der Marlene. Wow, sie ist diese Knutscher right here, meine Mann. Sie ist müde. Alles klar. Sie ist schwer. Bisschen genießt, oder? Ja. Was ist das für ein Ball, was den Sophie gestohlen hat? Entschuldigung. Ja, ich mache jetzt diese Augenbrauen-Dinger ab und zeige euch, wie das ausschaut. 2 Stunden sind schon um. Oh mein Gott, voll cool, oder? Und schaut mal, das schaut aus wie so richtig, als hätte man sich. Als hätte man sich seine Augenbrauen irgendwie abgezogen. Und dann hier noch. Du. Sieht gut aus, oder? Habe ich gut gemalt, ja. Viele sagen immer so, ja, du solltest deine Augenbrauen weiter innen, aber da habe ich keine Haare, deswegen. Ich will nicht unnötig viel auf der Haut malen, ich male da ja schon auf der Haut. Sieht da vielleicht dann komisch aus. Ja, und ich mache das dann so jetzt. Ich habe das jetzt länger nicht mehr gemacht, aber ich mache es jetzt, wo ich meine Wimpern habe. Ich finde es schon irgendwie so komisch aus, wenn man so lange Wimpern hat, aber irgendwie so helle Augenbrauen. Ja. So, und jetzt haltet das ungefähr eine Woche. Na, kann man so sagen, ungefähr eine Woche. Wimpern müsste ich auch mal bürsten. Ja, ich bin jetzt hier im Büro. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich schneide nämlich gerade das Video für heute. Und wir wollen aber noch ein schönes Foto machen. Heute ist ja Internationaler Frauentag. Und ich wollte mit meinen 3 hübschen Frauen. Ist der Bati im Badezimmer? Nee, duscht gerade. Alles klar, Bati duscht. Nimm nicht anziehen, wir wollten noch ein schönes Foto machen mit meinen Mädels. Nicht nackt, oder? Nein, nicht nackt, aber nicht mit diesen Klamotten. Nein. Lisa, machen wir ein schönes Foto? Das ist nicht so schön. Ein Cheesy. Machen wir ein Cheesy? Was gefällt dir nicht? Was haben wir da falsch gemacht? Okay. Wir wollen unser beliebtestes Foto machen, das, was wir immer hier machen, weißt du? Ist der Babygeruch einmal? Das muss man jetzt riechen, weil so spät geht es nicht mehr. Oh. So, ich tue ein bisschen aufräumen hier, Baba. Lara, du musst auch, Michelle! Du musst deine Haare föhnen. Bevor wir ein Foto machen können, müssen alle Mädels mal gebürstet werden, gell, Lara? Alle Mädels schön gemacht werden. Die Lara ist aber schon fertig. Sehr fein. Und die Michelle ist schon in ihrem Outfit angezogen. Jetzt muss noch Haare geföhnt werden. Michelle hat jetzt geduscht. Schöne Haare. Schaut aus wie ein nasser Hund. Moin, Schatz. Okay, komm nach Hause. Okay, ich komme gleich. Okay, ich komme auch zu dir. Und du sagst das und das Haar. Und du sagst, wenn du die Frau bist, das ist immer Rahmen. Und alle die Sachen. Ja, ich schwimme nochmal zu deinem Schloss. Okay, geh mal schwimmen. Du brauchst auch so einen Hängelteaser. Was? Du brauchst auch so eine Bürste, wie diese von der Lara. Ja. Ich kauf dir auch eine. Welche Farbe willst du? Lila. Lila? Ja. Das ist Lila. War jetzt ein Akt, sag ich euch. Also, wir haben uns jetzt alle urhübsch angezogen und ein Foto gemacht. Also, es war ganz so einfach, weil mit die Luisa nicht mehr so mitmacht, gell, Michelle? Wie früher. Ja, der Papa zieht jetzt aber die Luisa sieht so wie die Lara. Genau, die Lara war mit 2 auch so, die wollte auch keine Fotos machen. Und die Luisa ist jetzt auch so. Also, sie verarscht uns irgendwie. Mhm. Sie weiß, wir warten alle in Position und dann ist sie besonders lustig, dann läuft sie herum und was, lacht. Sorry, was den Namen hast du denn? Ein Playmobil-Figur. Auf jeden Fall, der Papa zieht jetzt die Mädels an. Oder hat jetzt die Mädels. Hier, wir haben die Mädels fertig gemacht. Hier ist die kleine Luisa, hier ist die kleine Michelle. Die kleine Lara kann ich noch nicht filmen, die ist noch nicht angezogen. Und der Papa geht jetzt mit den Mädels ein bisschen raus. Und ich werde jetzt mein Video weiterschneiden, oder Michelle? Mhm. Habe ich ein bisschen Ruhe vor euch? Nur vor mir. Na, vor dir nicht, du bist ja die größte Hilfe. Größte Hilfe.
Eine große Hilfe ist die Michi, die hilft mir oft. Mein Eichhornpullover anziehen? Sicher! Wenn du so viel meinst. Du riechst doch wirklich extrem nach Pizza. Dann iss mich. Beiß mich, Mama. Du noch Pizza. Ma, dann, oh, dann essen wir heute Pizza, Baba. Mein Auge. Beiß mich. Was für Pizza? Die Frühpizza oder bestellte Pizza? Ja. Bestellte Pizza, die beschäftigt mich nur bestellte. Para, Bruder. Selbstgemachte schmeckt. Du, ladest du uns heute ein? Selbstgemachte schmeckt ihr nicht. Nur die gekaufte. Von. Ist so. Hey meine Lieben, sorry, ich habe mich ja gar nicht mehr gemeldet. Also ich glaube, das Letzte, wo wir stehen geblieben sind, ist, dass der Papa mit den Kindern rausgegangen ist und ich zu Hause geblieben bin und gearbeitet habe. Also mein Video für heute fertig geschnitten habe. Und ja, danach habe ich mich ja gar nicht mehr gemeldet. Und mir ist ein bisschen ein Zeit vergangen. Ich glaube, aktuell ist es schon 19 Uhr. Ein bisschen, ja. Und ich bin jetzt schon im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich jetzt grob abgeschminkt und werde jetzt noch mein Gesicht reinigen mit meinem Blumi. Nochmal. Ich mache das immer morgens und abends. Und ja, sorry. Also, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Wir haben ein bisschen die Zeit genutzt und geplaudert, weil... Also jetzt kam in den österreichischen Medien, also in den Nachrichten, dass in Italien mega Quarantäne ausgebrochen ist, dass es dort heute 130 Tote gegeben hat. Und das ist dann schon irgendwie krass. Also dieses Jahr machen wir leider keinen Urlaub mehr in Italien, hat aber jetzt nichts mit diesem C-Virus zu tun. Ich muss aufpassen, wenn ich dieses Wort sage, dann wird mein Video irgendwie... wird mein Video entmonetarisiert und das wollen wir ja nicht, ne? Auf jeden Fall, hat jetzt nichts mit diesem Virus zu tun oder so irgendwas, aber wir wollten dieses Jahr sowieso nicht nach Italien gehen, in den Urlaub. Und jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, wo wir den Urlaub machen sollen, weil wir die letzten Jahre einfach gefühlt immer in Italien waren und ich nicht weiß, wo wir sonst hingehen sollten. Also Spanien waren wir auch schon, Frankreich waren wir auch schon. Ich habe irgendwie Bock vielleicht so eine Rundreise, so mit dem Auto nach Spanien zu fahren, mit Stopp in Frankreich, vielleicht ist es auch was Schönes. Oder ich will auch gerne mal nach Amerika. Ich weiß nicht, ob es sich dieses Jahr finanziell ausgehen würde, aber das wäre so ein richtiger Traum von mir. New York ist auf meiner Bucketliste ganz oben. Da möchte ich unbedingt hin, natürlich mit allen Kindern und mit meinem Mann, also nicht so ein Girls-Trip oder so, sondern richtig mit der gesamten Familie New York anschauen, das wäre so ein richtiger Traum von mir. London ist auch irgendwie mal ein Traum. Ja, also dieses Jahr weiß ich nicht, wohin wir Urlaub machen, aber Italien ist auf jeden Fall schon mal ganz fix ausgeschlossen. Und alleine wegen dem Virus würde ich da jetzt auch gar nicht, also jetzt sowieso nicht, aber man sagt sowieso, wenn es jetzt wärmer wird, sollen es der Virus dann absterben oder so irgendwie, keine Ahnung. Aber trotzdem, ne? Ich mag nicht nach Italien. Wir waren so oft dort langweilig mittlerweile. Ja gut, ich reinige jetzt auf jeden Fall mein Gesicht. 2 Minuten und melde mich dann nachher noch. Die Kinder dürfen jetzt die Ballongirlande kaputt machen. Ist das lustig? Man muss die festhalten. Aber ich habe Angst, die festzuhalten. Wir schauen jetzt gerade einen Horrorfilm. Autopsie von Jane Doe. Und der Papa hat die... Ja, mega Angst. Kann man irgendwas Mickey Mouse anschauen oder Donald? Du kannst mit Sophie kuscheln. Da kommt der mit dem Glück am Fuß. Oh nein. Oh oh. Und jetzt ohne Angst, bist verloren, Mann. Der wird sicher wieder aufstehen, oder? Der wird ganz dann eine Leiche, die schon offen ist, wieder töten. Das ist ein richtig super Film. Schaut ihn euch an. Oh mein Gott. Der ist gruselig. Ich hab ihr gesagt, sie soll mich abholen.
Sie soll später vorbeikommen. Nein, du kannst nichts dafür. Das ist irgendwie wichtig. Du wolltest gehen. So, meine Lieben, ich werde jetzt den Vlog beenden. Warum läuft sie mir nach, Sophie? Aber das war ein echt cooler, gruseliger Film. Kann ich euch wirklich empfehlen. Also, wenn ihr auf sowas steht, dann schaut euch Autopsie von Jane Doe an. Warum schaut dieses Auge schon so aus? Ich muss die Wimpern bürsten. Ah ja, das macht's besser. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Kinder ins Bett bringen. Und werde mich jetzt aber vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt ein bisschen gespielt mit den Kleinen. Deswegen bin ich ein bisschen aus der Puste. Aber trotzdem, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Sonntag hat euch gefallen und bis morgen. Lisa, sagst du Tschüss? Nee. Tschüss.